apocalypse. Die Feuerwehr Wuppertal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roblox hier auf meinem guten alten YouTube-Kanal. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist, hier bei einer neuen Folge. Es ist cool, also muss ich wirklich mal sagen. Also die Rede ist gerade von der Map, ne? Also viele Leute haben sich das gewünscht. Spiel doch bitte mal auf der Feuerwehr Wuppertal-Map bzw. Karte. So, ich habe mir natürlich jetzt vor der Aufnahme schon so ein bisschen angeschaut, damit ich jetzt nicht mitten in der Aufnahme wieder dastehe und von nichts irgendwie einen Plan habe. So, also, ich stehe jetzt erstmal hier direkt auf dem großen, großen Betriebshof. Es gibt hier erstmal so viel zu sehen, zu staunen. Was ich bisher sagen kann, also das ist auf jeden Fall alles noch nicht so ganz ausgereift. Also manchmal hat man wirklich große Bugs drin, ein paar Ruckler, Hängler und so weiter. Also das werdet ihr bestimmt im Laufe des Videos auch miterleben. Und ich würde mal sagen, wir fangen erstmal direkt an hier mit dieser wunderschönen Karte. Hier steht erstmal, wer alles donated hat. Also das finde ich cool. Das ist wirklich cool gemacht. Da sieht man auch hier Sorty Hero, der hat hier 2070 RS-Amount sozusagen gespendet und hier sieht man die Einsatz, das Einsatz-Leaderboard. So, Eagle 214 ist auf Platz 1, okay. Hat anscheinend die meisten Einsätze gemacht, wenn ich das richtig verstehe. Dann haben wir hier hinten einen großen Heli-Landeplatz, auch sehr cool. Abgesehen davon, Helikopter habe ich bisher noch nicht gesehen. Vielleicht kann man den irgendwie später fliegen, wenn man irgendwie aufgestiegen ist oder so, keine Ahnung. Zurzeit sind keine Spieler drauf. Ich bin gerade der Einzige, sieht da oben rechts auch im Video, da steht jetzt bloß Person, da bin ich halt sozusagen Premium Paule, ich bin als Gast gerade drin und wir betreten einfach mal die Feuerwache als Besucher quasi. Sie betreten Bauteil 8, okay. Bauteil 8 in der Feuerwehr von Wuppertal. Das finde ich auch richtig klasse gelöst, das sieht wirklich richtig realistisch aus. So, hier kommen wir nicht durch. Also, nee, also überall funktioniert es nicht. Man kann jetzt auch nicht überall in das Auto einsteigen. Also da braucht man halt schon die passenden Rechte für. So, hier haben wir die Umkleideräume, schätze ich mal. Das ist dann für, sieht ein bisschen chemisch aus, ne? Dieser ABC-Anzug hier zum Beispiel. So, dann haben wir hier, ach hier, ne? Unsere richtigen Feuerwehrklamotten, Umkleide, Spinde haben wir auch. Und nochmal Einsatzklamotten. Und die Sachen können wir uns natürlich auch anziehen. So. Da gehen wir einmal hier rauf. So, dann ist erstmal meine Mütze weg. Das wollte ich natürlich auch gerade nicht. Jetzt haben wir erstmal so einen richtig geilen Helm. So, ich würde gerne noch die Sachen anziehen, haben wir. Und mit denen kann man auch sehr viel rumspielen. Also ich finde das so cool gemacht. Also das ist wirklich eine richtig fette, geile Feuerwehrsimulation. Könnte wirklich Konkurrent sein von Notruf 112, falls euch dieser Titel was sagen sollte. Müsst ihr gerne mal reinschauen in meiner Playlist. Das Spiel habe ich auch des Öfteren aufgenommen und vorgestellt. So, wir können außerdem eine Maske aufsetzen. So, mit einem Helmschutz, das heißt Shield hier. Dann können wir hier die Taschenlampe vom Helm ein- und ausschalten. Das ist richtig cool. Also das sind halt die kleinen Funktionen, die ich richtig geil finde. Pressluftatmer haben wir auch. Leuchtet auch schön. Macht auch schön Geräusche. Und dann kannst du natürlich auch die Maske aufsetzen. Sieht das alles so aus. Ist das nicht geil, Leute? Ist das geil oder ist das geil? Also das ist so cool gemacht, wirklich. Also, als ich das gesehen hatte, mega, mega geil. Was in Roblox alles möglich ist. So, wir setzen die mal ab, würde ich mal sagen, ne? So, dann können wir das Visier noch runter machen. Hier gibt es gerade schon den nächsten Bug, glaube ich, ne? Jetzt haben wir hier das ganze Zeit die Maske auf, obwohl ich die gar nicht aufhaben will. Müssen wir mal ganz kurz removen. Gar kein Problem. Also wie gesagt, man muss damit noch rechnen, weil so richtig ist das alles noch nicht so ausgereift, habe ich das Gefühl. So, dann haben wir hier als nächstes, das heißt Hut oder Hut. Das ist hier, ich weiß nicht ganz genau, was das sein soll. Sieht aus wie ein Stiffneck. So, also so eine Halskrause, so ungefähr. Dann haben wir einen Feuerwehrgürtel, den man auch richtig schön sehen kann. Das finde ich richtig cool. Also das ist der Belt. Dann haben wir den Helm. Den können wir an- und aufsetzen. Und dann haben wir halt noch die Schulterstutzen.
die man hier... Naja, also das passt jetzt nicht so ganz, ne? Die kannst du aber trotzdem aktivieren und deaktivieren. So, und bevor wir jetzt zu den Fahrzeugen kommen, da gucken wir mal, welche wir... Gott, was ist denn jetzt los? Hier die Leitstelle mit einem TH-Einsatz für die Feuerwehr. Ich wiederhole, TH-Einsatz für die Feuerwehr. Es rückt aus von der Feuerwache 1. Das erste Elle. Besetzen Sie die Fahrzeuge. Oh mein, also darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich wollte eigentlich jetzt bloß immer die Wache vorstellen. Jetzt haben wir also, wir haben einen Einsatz. TH-Einsatz. Wo genau muss es denn, geht's denn hin? Name Ölspur, okay. Dazu wäre ich dann auch später gekommen. Wir haben auch hier, ne, kannst auch hier nochmal aktivieren und deaktivieren. Also das dann steht da oben Einsätze. Wir haben auch einen Funkmelder, der sozusagen dann auch die Einsätze zu einem schickt. Und dann weiß man ganz genau, wo man hin muss. Wie genau das geht, das weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Damit habe ich mich noch gar nicht so richtig befasst. Denn wie gesagt, also heute stand eigentlich im Mittelpunkt erstmal hier die Wache vorstellen, was es so für Funktionen gibt. Aber jetzt auf einmal kommt hier so ein Einsatz rein, so ein TH-Einsatz. Und da müssen wir ja schon schnell reagieren. Und wartet mal, wir gehen mal ganz kurz. Ich sehe gerade, hier ist ein weiterer Spieler drauf. Da würde ich mal sagen, rennen wir mal fix hinterher. Ich hoffe, der kann mir irgendwie mehr erzählen, wo wir jetzt genau hin müssen. Also wie wir das genau sehen. Ich glaube zumindest, das sehen wir dann erst, wenn wir ins Fahrzeug einsteigen. Das könnte durchaus möglich sein. So, Feuerwehr Wuppertal. So, ich glaube, man kann sich... Doch, man kann sich hinsetzen. Jetzt machen wir die Tür wieder zu. Komm rein. Der hat erstmal seinen privaten Motorhelm auf. Das gibt's nicht. Der Maximizer. Alles klar. So. Ich als Gruppenführer, das kann was werden. Also Leute, ich habe im echten Leben Truppmeine gemacht. Ne? Das ist die Feuerwehr-Grundausbildung. Ja, und dann hier gleich aufs Harte als Gruppenführer. Das ist jetzt nicht so mein. Was passiert, wenn ich jetzt Licht anmache? Ach, das sieht man halt bloß im Fahrzeug. Ich dachte, wir beleuchten die ganze Straße so. Eine gefühlte Umfeldbeleuchtung oder so. So. Also ich bin jetzt wirklich so, ich bin nicht drauf gefasst gewesen, muss ich mal sagen. Dass wir jetzt aus dem heiteren Himmel einen Einsatz reinkriegen. So. Weiß er, der weiß auch nicht wohin, oder? Kann das sein? Jetzt haben wir noch einen Gast da oben, was ist denn hier los? Haben die mich gesehen oder was, dass ich jetzt hier drauf gerade spiele? Sie kommen alle hinterher, denken sich so, oh, guck mal, wer ist denn da drauf? Da muss ich auf jeden Fall mitspielen. Nee, weiß ich echt nicht, was jetzt hier genau Phase ist. Das ist die Ölspur da? Nee, ne? Das ist ein Hydrant da hinten auf der Straße. Also ich glaube mal, ich wage einfach mal dazu sagen, ich weiß ganz genau nicht, wo der hin will. Und ich glaube auch, der weiß es auch so wie ich nicht. Denn, ich weiß halt nicht, ob der das angezeigt bekommt als Fahrer. Also ja, könnte sein. Ort Ölspur an Wache 2. Das ist natürlich, da muss man sich natürlich auskennen vorher, ne? Dann kann man das natürlich machen. Da stehen auch noch, da stehen andere Fahrzeuge. Ach so. Das ist natürlich, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Das ist der Übungsplatz, ne, von der Feuerwehr. Aber... Wo? Ah, guck mal. Das hat doch. Das ist doch Ölspur. Ach, hier auch. Okay. Um mehr Autos gleichzeitig zu spawnen, müsst ihr Trainings machen. Ah, okay. Also muss man trainieren. Das wusste ich auch noch nicht, damit man in weitere Fahrzeuge spawnen kann. Denn so wie ich als Gast, wenn man jetzt zum ersten Mal spawnt, kann man natürlich nicht alle Fahrzeuge auf einmal spawnen, ne? Wäre natürlich auch ein bisschen Quatsch. Man braucht natürlich auch die Ausbildung dafür. Man kann ja nicht sagen, ich spawne jetzt einfach so einen Gerätewagen und habe hier bloß, wie gesagt, jetzt wie mein Fall, eine Truppmann-Ausbildung und dann einfach mal Feuer frei und dann fährst du das Teil einfach. Nee, so geht es natürlich auch nicht. So, jetzt fahren wir also erstmal quer übers Land. Beziehungsweise das, was man halt hier von der Karte sehen kann. Hier sind ja meistens die Straßen einfach abgesperrt, weil das einfach alles noch nicht ausgereift ist. Es ist alles noch nicht fertig und
das dauert natürlich seine gewisse Zeit. Ne? Also gerade mit so viel Funktion, mit so viel Features, mit so viel schönen Sachen, Details, ne? Das dauert natürlich alles seine Zeit. Da bin ich auch total entspannt eigentlich immer wieder. So, also wenn er nicht weiß, wohin, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück zur Feuerwache, oder? Also wenn der jetzt hier nicht aus den Potten kommt. So, ach, das ist gemütet. Oh. Jetzt ist wieder activated. So, also das ist ja eine schöne, entspannte Reise, muss ich mal sagen, aber das bringt mir gerade überhaupt nichts. Dann, wie gesagt, ich möchte die Karte gerne vorstellen und hier jetzt nicht irgendwie halb durch die Map fahren. Also das ist ja eigentlich gar nicht mein Ziel heute im Video. Aber ich lasse mich überraschen. Also wir sind jetzt schon vier Spieler auf der Map. Das ist ja krass, wie schnell das jetzt ging. Aha. Hier ist also der Ölspureinsatz. Und Kamerad Schnürschuhe fährt einfach weiter. So. Aha. Okay, also das kann man auf jeden Fall deuten als Öl, ne? Also kann man wirklich mal sagen. So. Achso, man... Oh. Man nimmt das einfach so auf mit der Maustaste, okay. So, dann kommen wir auch gleich mal zu der nächsten Funktion. Wir können nämlich die Gerätefächer öffnen. Man kann alles Mögliche auch, nicht rausnehmen, glaube. Aufmachen können wir die schon, aber... Okay. Ich komme hier gerade nicht weg, das das irritiert mich gerade so ein bisschen. Na gut. Kann ich das wegklicken irgendwie? Ist das denn der Fall oder geht das gar nicht? Nee, also ich glaube, das kriegen wir gar nicht weg jetzt hier irgendwie. So. Ich habe einen neuen Einsatz, habe ich gerade gesehen, aber irgendwie... Irgendwie wird das nicht so weggehen. Ich krieg das Kreuz nicht weg. Leute, was ist denn das jetzt hier? Na, sag doch mal einer an. Jetzt. So. Also man hat gesehen, man kann hier doch manche Sachen auch ansteuern. Das ist natürlich cool. So, jetzt haben wir einen Einsatz. Unten rechts ist ein großer roter Punkt. Feuer-Trafo-Gebäude. Stichwort F3E. Feuer im Trafo-Gebäude in der Einbahnstraße. So. So, und jetzt bleibt er einfach hier stehen und wartet, bis jetzt irgendwas passiert, oder weiß ich jetzt nicht. Also man kann auch hier reingehen. Können wir mal das Tor aufmachen. Da kommen auch schon die anderen Kollegen. Also anscheinend kann man hier richtig reinfahren. 11:20 spawnen. Kann ich das machen? Geht das? Geht das oder geht das nicht? Also scheinbar nicht. Doch, da kommt's schon. Das ist sozusagen das gleiche Auto, was wir jetzt auch gerade gefahren haben. So, das lädt gerade ein bisschen nach. Ich schätze mal, das hat jetzt so viele Details und so viele Texturen. Die müssen auch erstmal geladen werden. Das dauert natürlich ein bisschen. So, hier ist auch lustig. Hier gibt es einen schönen Traktor, einen Schlepper mit Blaulicht. Ich weiß gar nicht, ob man den fahren kann. Kann man? Man kann ihn fahren? Ja gut. Wurde ich gerade geteilt? Okay, also ich wurde gerade geteilt vom Trecker. Okay. Also Leute, merkt euch, nicht auf dem Schlepper steigen. Also der teilt euch hier komplett und dann müsst ihr neu starten. Das habe ich bisher auch noch nicht gewusst. Naja, gut. Also ich würde gerne noch weitere Folgen machen hier auf der Wuppertal-Map, wenn ihr das gerne möchtet. Ich bin ja längst noch nicht fertig hier mit Vorstellen. Also wie gesagt, also ich wollte heute eigentlich die ganzen Abschnitte vom Gebäude vorstellen, die Funktionen noch probieren, was es für Fahrzeuge gibt und so weiter. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge oder in der darauffolgenden Folge, wie auch immer. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Folge von Roblox hier in der Feuerwehr von Wuppertal. Macht's gut, Leute! Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.